Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöhr, Gameplays als Hobby. Und bei dieser Aufnahmesession fangen wir mit zwei Wünschen an von zwei Abonnenten. Wen ich denn mal, mit welchen Pokémon ich mal kämpfen soll online. Und der liebe Xaroth, ich weiß nicht, wie du ausgesprochen werden sollst, TH als Th, wie bei Englischen halt eben, oder als T ganz normal. Er hat sich gewünscht, dass ich mit Turtok wieder online spiele. Und dann gibt's die Abonnentin Talia Burner, die hat sich gewünscht, dass ich mit, erst mit Turtok hat sie geschrieben, dann hat sie es bearbeitet mit Imp, und dann hat sie geschrieben Impoleon, dass ich mit ihm mal kämpfe. Also ich werde jetzt mit beiden kämpfen. Abwechselnd, sage ich. Ja, abwechselnd, dann müsste ich ständig noch das Pokémon neu auswählen, aber ich glaube, das ist ja nicht so schlimm. Wir fangen natürlich mit Turtok an, weil Xaroth war schneller mit dem Wunsch, also fangen wir mal an mit Turtok. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem kommen. Wir nehmen mal wieder seit langem den da. Wegen Nachtara. Die senkt auch gleichzeitig noch irgendeinen Statuswert. So, wen haben wir zuerst? Pikachu aus Italien mit Giacomo in der Aufstiegsrunde. Okay, wir haben also jemanden sehr Langsames gegen etwas sehr Schnellem. Gruppe D2 ist er. Dann schauen wir mal. Zum Glück macht es nicht den vielfachen Schaden. Klappt doch bis jetzt ganz gut. Mist. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, er wollte jetzt greifen zum Schluss. Ich wollte nämlich kontern. Angreifen. Aber gut, okay. Das war zumindest die erste Runde. Oh, immer diese Fernkampf-Sachen hier. Mist, er war schneller. Ja! Und das hatte ich ja noch nie. Time-Up, das kenne ich gar nicht.
Aber ich habe zumindest die Runde gewonnen, weil ich mehr Leben hatte. Hatte ich immer Glück gehabt. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet, ey. Warum? Dieser scheiß Donner. Nein! Na gut, okay, da hatte ich keine Chance. Ich kam da nicht mehr weg. Es macht schon Spaß, mit dem Toto zu kämpfen. Und wie man gesehen hat, es gibt auch coole Kombos. Es sieht auch klasse aus. Aber er ist halt verdammt langsam. Also gegen jemanden schnelleren wie Pikachu, das ist nicht so leicht. So, Fähigkeiten Stufe 20. Gut, dann machen wir jetzt den nächsten Kampf mit Turtok. Aber ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden, Xaroth. Schauen wir mal, wie es mit dem nächsten Kampf wird. Vielleicht gehen wir da schon mehr. Aber dass da jetzt mal einmal sogar die Zeit abgelaufen ist, das hatte ich, glaube ich, bei den Aufnahmen noch nie, oder? Schon wieder eher. Bei Siegrangaufstieg. Mal gucken, ob sie ihn diesmal vereinteln können. In dieser Hinsicht kleine Rache vielleicht. Toll. Der nervt. Langsam habe ich seine Reihenfolge an Attacken auswendig gelernt. Muss ich überhaupt noch was anderes machen? Ja, okay. Nein!
Geht doch. So, Pikachu, tut mir leid. Rangausstieg, vielleicht vermasselt, ich weiß es nicht, aber wenn du auch immer nur dasselbe machst, kann man sich darauf einstellen. Aus Erfahrung wird man klug. Hatte ich mal eine Zeit lang als Titel gehabt, bevor ich es geändert hatte. Und wir haben 5 Sterne bekommen. Wahnsinn. Aber keinen neuen Levelaufstieg. Na gut, okay. Aber wir haben 100 Punkte bekommen. Das ist schon mal supi. So, das heißt, der letzte Kampf erstmal mit Turtok. Danach kommt Impoleon und danach wieder Turtok. Und danach nochmal Impoleon. Nächster Kampf. Finden wir jemanden? Erstmal scheinbar nicht. Ich habe schon lange keinen Computerkampf mehr im Online-Turnier machen müssen. Immer kurz bevor es anfing hier mit Kämpfen. Neuer Herausforderer, juhu. Wen haben wir da? Den Xavier aus Frankreich. Ja, super. Mit 1265 Siegen und Macho Mai. Impoleon und ich haben trainiert und er spielt Macho Mai. Okay. Dann haben wir vielleicht das Glück mit uns, dass er mit Macho Mai noch nicht so gut ist. Scheinbar hat er mit Impoleon gespielt und trainiert. Na gut, kann natürlich auch sein, dass er schon länger mit. Wir machen natürlich erstmal. So gesehen beide dasselbe. Nein! Oh, der macht einen Schaden, ey. Nein! Ah, neuer Gegner, neues Einstudieren, das ist nie so leicht hier. Nein! 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 Okay, letzte Rettung. Na, okay. Letzte Rettung ging nach hinten los. Aber ich muss sagen, so schwer war er jetzt eigentlich auch nicht. Anscheinend hat er erst angefangen mit Macho Mai zu spielen. Schade, vielleicht kriegen wir den ja nochmal als Gegner mit Macho Mai und dann haben wir vielleicht schon bessere Chancen. Glücksbonus nach Weichert. Warum nicht? Ich werde meine Klamotten eh niemals ändern, also ich kriege was Besseres, aber mit normalen Shirts oder sowas auf jeden Fall nicht. Okay. Das heißt, die nächsten 3 Kämpfe werden in Poleon passieren. Hat natürlich auch noch keine gute Statistik. 2 Kämpfe, nur Siege. Aber mal schauen. Alles klar. Xaroth, wie gesagt, übernächstes Video ist wieder Turtok dran. Und ich hoffe, es hat dir bisher gefallen. Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch mit den anderen Pokémon Tekken DX-Teilen, die ich habe, beziehungsweise anderen Let's Plays, die ich habe. Und ja, das war von Löa Gameplays als Hobby. Ihr dürft gerne einen Daumen da lassen, nach oben allerdings. Und natürlich ein Abo.
Ja, auf Wiedersehen und tschüss.